Ich möchte wissen, wie wir diesen Inhalt in die Flaschen bekommen. Also was ich meine ist, also Deutschland ist ja in Europa eins der Länder mit einer extremen Vermögensungleichheit. Ja. Ja? Und eine faire Erbschaftssteuer. Faire Erbschaftssteuer wäre der Königsweg, um das zu ändern. Ja. Aber die Politiker hören immer nur auf die Reichen, die das verhindern wollen. Ja, warum hört denn eigentlich keiner auf mich? Weil ihr Gejammer keiner mehr erträgt. Wenn Sie in diesem Land irgendetwas durchsetzen wollen, dann müssen Sie von den Reichen lernen. Ihre Taktiken, Ihre Strategie kopieren, sein wie Sie, denken wie Sie, handeln wie Sie. Im Körper des Feindes. Ja. Das ist gut. Wie mache ich das? Jetzt schauen Sie mal, das ist jetzt unsere Taktiktafel. Ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind reicher Firmenerbe. Ich würde Ihnen mal drei zur Auswahl geben. Wer möchten Sie sein? Ach, ganz klar, ich bin Henkel. Oh, gut mal. Oh, das ist gut. Sehr reicher Familienclan, einer der reichsten. 24 Milliarden Euro Vermögen. Wo wollen Sie hin? Ich bin reich, ich bin raus. Nein, halt, halt! Komm sofort zurück. Sofort zurück. Das ist ja unglaublich. Wo haben Sie denn das ganze Geld her? Das habe ich hart erarbeitet. Hart ererbt habe ich das. Mhm. Ja, Sie sind Erbe ja. einer Firma und deswegen möchte der Staat Erbschaftssteuer von was? Ihnen. Okay, alles klar. Was machen Sie? Ich hinterziehe Steuern. Nein, so macht man das heute nicht mehr. Geben Sie her. Hier. Oh, nein. Ja, aber dann bin ich doch jetzt völlig ungeschützt da. Ja, ich weiß, aber damit der Staat nicht an Ihr Geld kommt, müssen Sie jetzt einige Verteidigungslinien einziehen. Sehr gut. So, als allererstes, sagen wir mal, lassen Sie mal eine Stiftung gründen. Eine Stiftung? Ja. Das ist großartig. Und die hinterzieht dann für mich Steuern. Nein, die zieht jetzt erstmal die Fäden. So, dafür braucht sie allerdings noch eine gute Adresse. Ganz klar. Briefkasten, Paradise Island. Ich kenne mich aus. Na, hörst du mal auf? Nein, Pariser Platz 6a, Berlin. Warum denn da? Na, weil Sie da nur 300 Meter vom Reichstag entfernt sind. Ah, in Spuckweite der Macht. Ja, denn Lobbyismus ist eine Tröpfcheninfektion. Und Sie sind ein Influencer. So, kommt das dahin? Ja, wo haben wir denn noch? Ah, Moment, machen wir hier. Moment mal, was machen die denn da in der Stiftung? Naja, das sind Ihre Kollegen im Kuratorium der Stiftung. Sie können das ja nicht alleine machen. Ihr Reichen müsst schließlich zusammenhalten. So, ich habe das Gefühl, die Stiftung braucht einen besseren Namen. Na, bei den Kollegen im Stiftungsrat würde ich vorschlagen, Firmen und Unternehmen kontra Kommunismus. Das wäre kurz Fuck. Wir sollten es lieber länger lassen, was? Okay, ja. Ich hätte einen Vorschlag für Sie. Wir nennen das Stiftung Familienunternehmen. Mein Gott, das ist brillant. Ja, ich weiß aber da will man doch sofort spenden. Ja. Ich meine, wer was gegen mich hat, der hat was gegen Familien. Obwohl, ich bin Henkel, ich habe 50.000 Mitarbeiter. Naja, Sie sind eine Großfamilie. Hören Sie mal, der Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf, ja, der hat 12.000 Mitarbeiter, macht 3,1 Milliarden Umsatz. Ja, aber er hat über 70 Tochtergesellschaften. Na ja, komm. Sie, aber bei Familienunternehmen, da denkt man doch eher an den Bäcker an der Ecke. Sie haben doch den Müller mit der Ecke. Müller hat 27. Verstehe Sie nicht. Also, das ist Müller hat 27.000 Mitarbeiter. Kommen Sie, wenn da nur Großunternehmen in der Stiftung sind, müsste ich dann die Stiftung nicht ehrlicherweise nach dem benennen, was drin ist? Naja, die Bild-Zeitung heißt ja auch Zeitung. Ach. Oder? Ja. Also, ja, komm schon. Das, sehen Sie, mit diesem Namen ziehen Sie jetzt in die Schlacht. Ne? Sie sind nicht mehr reicher Firmenerbe, sondern eine gute Stiftung für Familienunternehmen. Ja, ab in die Schlacht. Gegen wen? Gegen das Bundesverfassungsgericht. Das fordert jetzt von den Politikern ein schärferes Erbschaftssteuergesetz, das mal rangeht an die Bevorzugung der reichen Firmenerben. Was heißt denn hier überhaupt Bevorzugung? Naja, Sie können Ihr Vermögen halt sehr leicht im Betrieb unterbringen und vor der Steuer verstecken. Dem Staat gehen so im Jahr fast 6 Milliarden durch die Lappen. Das heißt also, wir subventionieren im Prinzip das Geld der Reichen. Naja, das ist eben Kohlesubvention. Schluss mit lustig! Schluss mit lustig jetzt! Was jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was wird das jetzt? Ich kaufe mir Verfassungsrichter. Sind Sie wahnsinnig? Wir sind in Deutschland. Sie kaufen sich keine Richter. Ach so, Entschuldigung. Sie kaufen sich Professoren. Was? Was mache ich? Ja. Sehen Sie? Ihre Stiftung stiftet Lehrstühle, Professoren am Wittner-Institut für Familienunternehmen, am Friedrichshafener-Institut für Familienunternehmen, FIFA, und an der Universität Bayreuth. Sagen Sie mal, wozu brauche ich denn Lehrstühle? Na, damit alle Ihre Bedürfnisse studieren können. Und die Professoren erstellen unabhängige Gutachten für die Politik und Studien. Ja, aber ich will doch an die Richter ran. Ja, aber die schreiben doch das Gesetz nicht, das machen doch die Politiker.
Ah, und die lassen sich von meinen Studien beeinflussen. Also zumindest, wenn der, sagen wir mal, die öffentliche Meinung in die richtige Richtung weht. Öffentliche Meinung? Knick, knack, sagen Sie nichts, ich kaufe mir Journalisten. Nein, jetzt hören Sie mal auf mit diesem Unsinn. Das macht man doch alles heutzutage nicht mehr. Man macht heutzutage eine Medienpartnerschaft. Was habe ich? Und vor allen Dingen, mit wem habe ich die? So, hier. Ja. Was? Ich soll mich zu Friede Springer ins Bett legen? Nein. Zu Ihren Schülerinnen und Schülern. Haben sich... Stellen Sie sich das gerade vor? Nein. Okay. So, Sie haben eine Medienaffäre mit der Journalistenschule Axel Springer AG. Sie haben eine Kooperation mit der Tageszeitschrift Die Welt. Sie veranstalten gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung das Hauptstadtgespräch in Berlin. Ha, und dann schreiben die über meine Themen. Wow. Ja, und was bringt das? Naja, jede Menge hohen Besuch. Gucken Sie mal. Ja. Das ist ja ganz Jamaika. Ja, guck, ne? Die waren alle bei mir zu Besuch. Ja, Sie müssen die Situation ausnutzen. Ja, denen erzähle ich, dass Großkonzerne, dass Familien und, ja. und deren Arbeitsplätze das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Sehr gut, das ist das Narrativ, das müssen Sie immer wiederholen. Diese Geschichte ist wichtig. Und die Erbschaftssteuer, die bringt in Gefahr die Familienunternehmen. Ah, tut sie das? Nein, natürlich nicht. Kein einziges Unternehmen ist bisher in Konkurs gegangen wegen Erbschaftssteuer. Also ich bin überhaupt nicht in Gefahr, ja? Nein. Also mal, wenn das einer schreibt, dann wollen doch alle wieder eine höhere Erbschaftssteuer. Wozu haben wir denn die Medienpartnerschaften? Ah, ich habe sie alle im Sack. Nein, nicht alle. Ja? Das Bundesverfassungsgericht ist weiterhin sehr, sehr strikt und sagt den Politikern, ihr müsst aber jetzt immer noch diese Bevorzugung von reichen Firmen erben, irgendwie aus dem Erbschaftssteuerrecht. Das geht nicht so lange so weiter. Sie müssen was tun. Moment mal, haben die mein Narrativ nicht gelesen? Die umgehen ja einfach meine Abwehrregel. Ja, die Beamten im Finanzministerium sitzen schon da drin, nicht? Und die versuchen, eine stärkere Erbschaftssteuer zu formulieren. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht zu denen ins Finanzministerium reinmarschieren und den Beamten erzählen, diktieren, was sie ins Gesetz schreiben sollen. Na, selbstverständlich nicht. Sie marschieren da rein und diktieren den Chefs der Beamten, was die ins Gesetz schreiben sollen. Und geht das denn? Na ja, Sie haben es zumindest mal gemacht. Viermal im Kanzleramt, viermal im Bundesfinanzministerium. Oh Gott, hoffentlich bleibt das geheim. Nein. Nein, leider, die Regierung musste das jetzt aufdecken, diese Treffen, wegen einer Anfrage einer grünen Abgeordneten namens Lisa Paus. Aber diese Frau Paus, ja. Die hat doch dicht gehalten. Nein, oder? Nein, sie hat leider gepetzt im Online-Magazin Krautreporter. Die Süddeutsche Zeitung hat, glaube ich, auch Wind davon bekommen. Wozu habe ich denn meine verdammten Medienpartnerschaften? Naja, Sie haben eben eher so eine offene Beziehung. Diese Schmierfinger. Ja, jetzt hören Sie mal auf. Das sind ja alles Einzelstimmen. Die bleiben auch Einzelstimmen, solange Sie das Narrativ beherrschen. Also Arbeitsplätze. Okay, aber einige Politiker sind immer noch dafür, eine strengere Erbschaftssteuer durchzusetzen. Arbeitsplätze. Nein, Sie müssen näher ran. Arbeitsplätze. Hören Sie auch nicht an mich, an die Politik. Ich habe eine Idee. Was? Ich schicke dem Seehofer einen aufgebrachten Familienunternehmer direkt in die Staatskanzlei. Das machen Sie nicht. Nein, das wäre wirklich übertrieben. Ja, Sie schicken mehrere. Was mache ich? Sie schicken mehrere. Seehofer übernimmt deren Forderungen 1:1 und man einigt sich auf einen Kompromiss der Erbschaftssteuer, der... Arbeitsplätze sichert. Nein, Ihr Vermögen. Yes! Ja! Sie haben eine Erbschaftssteuer wieder mit vielen Ausnahmen für reiche Firmenerben. Ja, Champagner. Leider wird das Ganze wahrscheinlich wieder vor dem Verfassungsgericht landen. Was? Naja. Geht das ja alles wieder von vorne los. Da sagt noch jemand, die Reichen tun nichts für ihr Geld. Oh Gott. Und das Ganze... Das ganze Geld, das ich in die Stiftung stecke, ich meine, da werde ich doch arm. Jetzt fahren Sie mal nicht ins Hemd, die Stiftung ist gemeinnützig. Was ist die? Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge von der Steuer absetzen. Nee, oder? Doch. Man fördert eine Stiftung, ja, deren einziger Zweck es ist, dass der Staat weniger Steuern bekommt mit Steuergeldern. Ja. Bei Attac war es so, die wollten ja die Transaktionssteuer, nicht? Die Finanztransaktionssteuer. Das wäre also mehr Geld für den Staat gewesen. Da hat man die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das ist brillant, Herr von Wagner. Jetzt wende ich diese Taktik einfach auf soziale Gerechtigkeit an. Gut. Ich mache eine Stiftung. Ja. Die erstellt Studien, die Forschung, die Medien, die Politiker beeinflussen. Ja. Und bald haben wir dann eine vernünftige Erbschaft. Wunderbar, lassen Sie uns loslegen. Loslegen. Okay. Haben Sie 24 Milliarden? Nein. Dann geht's nicht. Tut mir leid. Geht nicht. Aber wollen Sie das alles bezahlen? Ich habe keine Chance.
Entschuldigung. Verzeihung. Hä? War das alles? Entschuldigung, was? Ja. Herr Warum? Professor, was meinen Sie? Das war unterkomplex, das war abgestanden und das war auch provinziell. Ich hab gleich gesagt, nimm zum Pantomimen, der hätte mehr zu sagen. Also, Entschuldigung, können wir irgendwas für Sie tun? Nee, ich glaube nicht. Ich denke, wir kommen da nicht zusammen. Was suchen Sie denn? Ja. Auch für unser 70-jähriges Bestehen suchen wir eine humoristische Einlage. Ja. Sozialkritisches Kabarett von Weltformat, bitterböse Abrechnung mit internationalem Lobbyismus, was in der Art. Aber Sie haben sich ja spezialisiert auf deutsche Familiencomedy. Entschuldigung, wir haben hier ein ganzes Lobby-Netzwerk veröffentlicht. Sehr gut. Ja, ja. Netzwerk? Meine Herren, das ist doch kein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk. Was zum Henkel ist das denn? Das ist die Mont-Pelerin-Gesellschaft und ihre Töchter. Ach, auch so eine Art Familienunternehmen, hä? Die Mont-Pelerin... die Mont-Pelerin-Society ist die einflussreichste Denkfabrik dieser Republik. Unsere Gedanken beherrschen die Welt. Du hörst, Pellegrino beherrscht die Welt. Nein, ich glaube, sie hat gesagt Mon Cherie. Pellerin. Mont Pellerin Gesellschaft. Gegründet 1947 auf dem Hügel Mont Pellerin in der Schweiz in einem Hotel von liberalen Widerstandskämpfern. Den zum Beispiel Ökonomen Friedrich August von Hayek und Milton Friedman. Widerstand im Kurhotel. Wie eine Boulevardkomödie mit Jochen Busse. Ich glaube, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Nein, nicht wirklich. Nein, woher auch? Wir veröffentlichen auch unsere Mitglieder eigentlich nicht. Aber Sie können sicher sein, das ist ein sehr auserlesener Kreis von Mitgliedern und Gästen. Was ist das denn? Das ist die Festschrift, 70 Jahre Mont-Pelerin-Gesellschaft. Ach, gucken Sie mal, Alan Greenspan war da dabei. Hm? Der war doch US-Notenbankchef. Hier, Lars P. Feld, Wirtschaftsweiser, Berater von Angela Merkel, Mitglied. Hier. Ach, und hier, Charles Koch ist auch Mitglied. Ja. Der hat Trump finanziert. Das ist der 70. Mensch der Welt. Oh Mensch, was würde denn ein Auftritt bei Ihrer Gesellschaft? Herr von Wagner. Okay, man wird doch noch mal fragen dürfen. Was ist denn das Ziel Ihrer vornehmen Gesellschaft? Hayek würde sagen, die Durchsetzung des Liberalismus als... sagen wir, absolutes Prinzip, soziale Organisation. Ich würde sagen, Markt gut, Staat schlecht. Was? Herr Professor, Sie können es viel schöner erklären wie ich. Privatisierung, Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau. Ja, ich kannst du um 3 in der Früh aufwecken, egal welches Problem, ihr habt die Lösung. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Deswegen finanziere ich als Unternehmer die ganzen Lobbybums, weil das taugt mir mit dem Neoliberalismus. Moment, Sie wollen uns allen Ernstes hier erzählen, Sie haben ein Jubiläum, weil Sie vor 70 Jahren den Neoliberalismus erfunden haben. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaat. Herr Professor, nicht nur erfunden, wir haben ihn durchgesetzt. Gegen alle Widerstände. Ich meine, 1947, da dachten alle, der Kapitalismus sei schuld an Faschismus und Krieg. Ja, nur weil wir ein bisschen dran verdient haben. Ja, und plötzlich wollten alle nur noch Wohlfahrtsstaat, starke Gewerkschaften, Sozialismus. Ja, Pfui-Teufel. Das Einzige, was uns am Leben erhielt, war unsere liberale Überzeugung. Und das Geld der Rockefeller Foundation, der Credit Suisse und der Bank of England. Ha, so gescheit unser Professor, ha? Ja, und unser Plan. Innerhalb von 30 Jahren den Zeitgeist so zu drehen, dass die Menschen nicht mehr an den Sozialstaat glauben, sondern an unser Mantra. Jetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Sie wollen uns allen Ernstes erzählen, dass in einem Schweizer Bergdorf ein paar wunderliche Käuze beim Fondue sitzend die Fäden gezogen haben, die uns heute diesen neoliberalen Käse eingebrockt haben. Entschuldigung, wenn ich sage, das ist mir zu einfach. Einfach. Das war verdammt harte Arbeit, Ihnen den Sozialstaat zu entreißen.
Ich meine, wir konnten ja nicht einfach hingehen und sagen, die Reichen sollen reicher werden. Ja. Was haben Sie den Leuten denn dann gesagt? Wir haben gesagt, die Reichen sollen reicher werden, weil das für alle gut ist. Spider. Ist bei der Bevölkerung wohl prima angekommen? Nee, merkwürdigerweise nicht. Mhm. Nee. Wir haben dann erstmal versucht, die Eliten der Gesellschaft von unserem Mantra zu überzeugen. Privatisierung, Steuersenkung. Wir haben dieses riesige Netzwerk aufgebaut. Ich meine, wir haben nur eine Botschaft, aber die haben wir wirklich oft. Wir haben dieses Netzwerk planetar aufgebaut. 500 Denkfabriken in der ganzen Welt, die alle unser Mantra verkündet haben. Milliardäre haben Lehrstühle gesponsert. Wir haben ganze Fakultäten übernommen. Milton Friedman hat persönlich unterrichtet in Chicago. Sein Credo, nur ein entfesselter Markt, führt zu absoluter Freiheit. Ja gut, das ist diese graue Theorie, aber haben Sie das jemals ausprobiert mit dieser Freiheit? Na klar. Sogar in einer Diktatur. Was? In Chile. Ab 1973. Da hat Friedman selber mit seinen Chicago Boys unser Mantra umgesetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Was heißt das eigentlich auf Chilenisch? Pinochet. Hören Sie mal zu, Pinochet hat tausende Regimegegner foltern lassen. Weswegen die chilenische Bevölkerung ja auch so einfach zu überzeugen war von unseren Argumenten. Ach ja, nach dem Ende der Diktatur lebten fast die Hälfte der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze. Das war doch eine Katastrophe. Das war ein totaler Erfolg. Die Einkommen der reichsten Chilenen ist um 83% gestiegen. Sag mal, Milton Friedman und Ihre Leute haben also ein Land benutzt, in dem ein grausamer Diktator herrschte für ihre Experimente, als Labor. Was haben Sie dafür als Strafe bekommen? Den Nobelpreis für Wirtschaft. Ah! Was? Für sowas? Ja. So einen renommierten Preis? Naja, so renommiert. Naja, Alfred Nobel hat Ökonomen für Flachpfeifen gehalten. Ach, das ist gar kein richtiger Nobelpreis. Ja, so ein Gedächtnis-Nobelpreis, ja. Also wenn Nobel wüsste, was in seinem Namen ausgezeichnet wird, er würde sich eine Stange Dynamit in die Sitzrinne klemmen. Sagen Sie mal, aber... Wer hat denn dann diesen Fake-Nobelpreis gestiftet? Die schwedische Reichsbank. Die war nämlich genau wie wir der Meinung, dass Neoliberalismus ausgezeichnet ist, aber nicht genug ausgezeichnet wird. Ja, und dass ein Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft zufällig auch im Preiskomitee saß, das hat wahrscheinlich auch genutzt. Moment, Moment, Sie haben sich einen eigenen Nobelpreis geschaffen? Nein. Acht! Was? Wir haben uns 8 Nobelpreise verliehen! Verleihen lassen. Bekommen. Und das hat Ihren Instituten die Seriosität verschafft, die Sie brauchten, um die Ideologie weiter zu verbreiten über Ihre ganzen Institute, das Cato-Institut in Amerika, das International Center for Economic Policy Studies, die Heritage Foundation. Von der habe ich schon mal gehört. Heritage Foundation. Woher habe ich das? Das stand, glaube ich, hier im Festschrift. Schauen Sie hier. Da steht, sie bereitet den wirtschaftspolitischen Kurswechsel in den USA in den 80er Jahren vor. Ah, die Reaganomics. Ach, Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Ja, Sie wollen uns also erzählen, Sie haben Ronald Reagan die Texte geschrieben, ja? Ja, glauben Sie, dass dieser Cowboy-Darsteller da selber drauf gekommen ist? Es gab Zeiten, da saßen 20 Schüler von Milton Friedman in seinem Beraterstab. Und neben Amerika haben sie sich außerdem auch noch England geholt. Ja, hier. Mit dem Institut für Economic Affairs und dem Adam Smith Institut und dem Center for Policy Studies. Ja. Ja, jetzt raten Sie mal, wer das gegründet hat. Oh, jetzt sagen Sie nicht. Margaret Thatcher. Sie hat's gesagt. Die britische Premierministerin auch? Und hier, 82, der Durchbruch in Deutschland mit dem... Lambsdorff-Papier. Und da drin standen natürlich Steuersenkungen, Privatisierungen und Sozialstaatsabbau. Woher wissen Sie das? Sie haben das Lambsdorff-Papier geschrieben, oder? Ja, und zwar schlecht. Genauer gesagt, Otto Schlecht. Ja, der war... 38 Jahre lang graue Eminenz im Wirtschaftsministerium. Übrigens auch ein... Mitglied der Mont-Pelerin-Netzwerks. Ja, ganz genau. Lambsdorff hat also gar nicht selbst geschrieben? Nein, Lambsdorff hat nur Korrektur gelesen. Ach,
Und dann hat die FDP natürlich alleine in Deutschland den Neoliberalismus ganz im Alleingang durchgesetzt. Mit dem FDP-Kanzler. Aber warten Sie, die FDP hatte gar keinen Kanzler. Doch, Gerhard Schröder. Was? Der hat 2004 fortgesetzt, was wir mit Lambsdorff begonnen hatten. Natürlich. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Sie sind so knapp vor dem Nobelpreis. Sagen wir mal, wie haben Sie denn die Sozialdemokraten auf diese neoliberale Spur gesetzt? Das war sehr harte Arbeit unseres tapferen Netzwerks. Ja, und natürlich mit haufenweisen Instituten. Hier zum Beispiel der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in Deutschland, Stiftung Marktwirtschaft oder Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja. Das ist ja faszinierend, wie man mit nur drei Begriffen ganze 500 Institute bilden kann. Am Ende waren die Sozis so verzweifelt, dass sie selber neoliberale Politik gemacht haben. Mit der Agenda 2010. Ja, und da fragen wir uns alle, was war nochmal die Agenda 2010? Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Okay, wird das eher so. Ja, und am Ende hat Gerhard Schröder für das Schleifen des Sozialstaates noch ein ganz dickes Lob bekommen. Ja, von Milton Friedman. Aber sagen wir mal, die Sozialdemokraten, wie haben die denn das verkauft? Ich meine, den Sozialstaatsabbau ihren eigenen Wählern. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Herbert Giersch hat gesagt, wenn man verhindern will, dass der Staat Geld für Soziales ausgibt, muss man darauf achten, dass er zu wenig Geld dafür einnimmt. Durch Privatisierungen und Steuersenkungen. Ja, Giersch nannte das Diktat der leeren Kassen. Wer zum Henker war eigentlich Herbert Giersch? Och, laut FAZ bloß der einflussreichste Ökonom der Bundesrepublik. Der war übrigens auch... Mitglied der Montblanc-Gesellschaft. Nein, der war deren Präsident. Sagen Sie mal, wer ist denn der letzte Brillenzombie da? Ja. James Buchanan, der Erfinder der Schuldenbremse. Der ist auch Mitglied der Montblanc-Gesellschaft. Ja, und damit ist er nicht nur fest verankert in ihrem Grundgesetz, sondern er hat dafür auch noch den Nobelpreis bekommen. Ja, dann haben wir es doch verstanden. Ja. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt einmal an auf die erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Entschuldigung, die sind noch gar nicht beendet. Naja, aber bis jetzt ist schon mal klar, was auf keinen Fall zurückgedreht wird. Privatisierungen, Steuersenkungen, Sozialstaatsabbau. Hey, vielleicht kann ich Ihr Mantra mal in die Wirklichkeit übersetzen. Privatisierung bedeutet Geschäfte mit bettlägerigen Patienten. Steuersenkung bedeutet kein Geld für Schulen. Und Sozialstaatsabbau bedeutet mehr arme Kinder und Rentner. Und Sie wollen sagen, das alles war kein Zufall, sondern Absicht? Ja. Sagen Sie, warum haben Sie uns das alles hier eigentlich so offen erzählt? Weil Ihnen das sowieso keiner glauben wird. Also, vielleicht sind Sie nicht wieder richtig. Vielleicht sind Sie nicht wieder richtig.